So, und damit herzlich willkommen hier zurück zu Star Wars The Old Republic. Oh, unsere Buffs sind ausgelaufen. So, dann wollen wir mal die Balmorianische Waffenfabrik stürmen. Das war ja so ein bisschen unsere Aufgabe gerade. Das ist keine Fabrik, das ist eine Festung. Die balmoranischen Freiheitskämpfer können eine so große Anlage doch unmöglich ohne Hilfe von außen halten. Shattered Druiden. So, jetzt müssen wir tatsächlich mal wieder so ein bisschen gucken. Wir scheinen auf jeden Fall schon mal großes Glück zu haben, denn wir sind die Einzigen anscheinend. Das macht die Sache schon mal ein bisschen einfacher. So. Das macht die Sache ein wenig einfacher zumindest. Beziehungsweise ein bisschen angenehmer. Die wir einfach mal ignoriert werden, ne? Bin ja einfach mal frei. Oh, das hätte ich sagen sollen. Ihm sage es noch. Jetzt wird's haarig. Naja, gut, dann haben wir. Haben wir direkt noch Killauftrag gekriegt, ne? Dann können wir natürlich dementsprechend uns ein bisschen freier bewegen. Ich hoffe mal nicht, dass hier wieder einer so unverschämt ist und uns hier wieder den Loot klaut, ne? Wie letztes Mal. So. Man sollte wenigstens immer so viel Anstand haben und abwarten, ob irgendjemand das abbauen kann. Wo man hier loslegt und hier die halbe Einrichtung zusammenschießt. Beziehungsweise bevor man dann einfach die Druidenleichen ausplündert. So. So. Das ist ein Wissensobjekt, das werden wir dann nachholen. Den Druiden brauchen wir noch. Hier können wir auch noch mitnehmen. Das ist nochmal Wissensobjekt, wie gesagt. Vor allen Dingen eben sage ich es noch, ne? Mal gut, dass wir hier die Einzigen sind. Und schon kommen hier welche rein, die Rand. Wir natürlich wahrscheinlich die Druiden nochmal gesondert suchen müssen. Ich denke mal nicht, dass wir das große Glück haben. Na gut, einen haben wir hier noch. Wir brauchen halt 4 Stück, ne? Wo da ist noch eine Schalttafel. Brauchen wir halt auch noch. Hier, Großmarschall Chiketa. Ich habe Gerüchte gehört. Die Leute das hätten wir schon mal. Balmora verlassen hat. Nun, ich bin zwar nicht mehr in der republikanischen Armee, aber ich bin trotzdem noch Patriot. Also sagt das ja nicht in meiner Anwesenheit. Der Vertrag hat uns vielleicht keine große Wahl gelassen. So. Aber das Volk der Republik steht noch immer hinter euch. Müssen wir zumindest schon mal zusehen, dass wir die Druiden schon mal fertig kriegen. Wie gesagt, die sind immer ein bisschen am ätzesten, weil dementsprechend halt hier gerade viele Leute rumrennen. So, wir brauchen noch einen Druiden. Ah, da hinten. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Hier, Großmarschall Chiketa. Ich möchte über Opfer sprechen. Wunderbar. Meine Truppen und ich haben unsere Heimat in der Republik aufgegeben. Jetzt wird's haarig. Aber ihr anderen, ihr hattet keine Wahl. Euer Planet wurde euch weggenommen. Ihr gebt alles auf, um ihn zurückzuholen. So sieht das aus. Immer mit ihrer ekelhaften Propaganda hier, ne? Denken Sie, Sie können damit was erreichen? So, wir brauchen noch ein paar Ziele, ne? Bevor wir hier fertig sind. Hier stehen auch noch ein paar, das ist schon mal gut. Brauchen halt einfach mal noch ein paar Ziele gerade. Ja, das Gute ist, die kommen zu uns, dass wir das Gute an Nahkampf einhalten.
So. Hier haben wir alles. Tja, uns fehlen halt immer noch 7 Einheiten, ne, die wir noch ausschalten müssen. Den da können wir schon mal mitnehmen. So, den knallen wir mal direkt ab. Ja. Musst du auch dieses wunderbare Pulmicort nehmen? Dieses wunderbare Pulver, was man da mal einatmen muss? Das ist mal garstig, dieses ekelhafte Mittel. Ja. Ich musste damals mal so ein ekelhaftes Pulmicort-Mittel nehmen. Ich hatte aber tatsächlich... bei mir war das immer so ein bisschen saisonbedingt. Also ich hab tatsächlich nicht jedes Jahr Probleme mit Allergien gehabt. Es war ein Jahr war es ganz schlimm. Da musste ich, wie gesagt, sogar so ein Mittel nehmen, was normalerweise nur Asthmatiker kriegen. Und das nächste Jahr ging es tatsächlich wieder. Da hatte ich gar keine Probleme. Ist immer ziemlich unterschiedlich tatsächlich. Ist man aber tatsächlich immer, wie gesagt, froh, wenn man es nicht hat, ne? Wenn man es losgeworden ist. Wie gesagt, da beneidet man immer keinen, der irgendwie reguläre Allergien hat. Also sprich beispielsweise Milchallergie oder was es da alles gibt. Sondern wenn es wirklich bloß saisonbedingt durch Gräser oder so ist. Ah, okay. Ja. Ist tatsächlich immer eine gute Sache. Also inhalieren hilft in den meisten Fällen immer. Kann man tatsächlich so generell immer mal machen, ne? Ist immer eine gute Vorbeugung gegen Erkältungen. Wie gesagt, muss man nicht zwangsläufig immer bloß dann machen, wenn man was hat, kann man tatsächlich auch zur Vorbeugung nehmen. Ja, eben, das ist es nämlich. Das ist dann immer so ein bisschen der Punkt, wenn man das erste Mal nimmt und das nicht gewohnt ist. Da kriegt man immer dezent so einen leichten Hustenanfall. Weil dieses Pulver so eine komische Auswirkung erstmal hat, wenn man es, wie gesagt, das erste Mal nimmt. Ist halt ungewohnt, wenn man irgendwelches Pulver einatmen muss. Oh, wir scheinen irgendwas übersehen zu haben, scheint mir. Das ist natürlich ungesund, das wollen wir natürlich nicht. Ist man tatsächlich immer ganz gut dran, wenn man es tatsächlich, wie gesagt, nicht braucht. Wie gesagt, ich hatte das dann früher irgendwann mal selbstständig abgesetzt, weil ich halt festgestellt hatte, dass es in meinem Fall nicht besser geworden ist davon, sondern dass das Mittel tatsächlich sogar ein bisschen die Atemwege weiter blockiert hatte. Also ich habe das nicht so unbedingt vertragen, sagen wir mal so. Wobei du da aktuell wahrscheinlich dann andere Probleme hättest. Wie gesagt, Neuseeland mag noch gehen, aber Ägypten hat halt ein sehr schlechtes Gesundheitssystem. Ich glaube, da würde man sich keinen Gefallen tun. Gerade weil man ja, wie gesagt, als Asthmatiker dann wahrscheinlich regelmäßig die Medikamente braucht. Das wird wahrscheinlich dann... und Wüstenluft ist, glaube ich, nicht die beste. Ne? Gerade trockene Luft. Gerade bei trockener Luft hat man ja so ein bisschen die Probleme. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo das hier sein soll. Ja, aber dann. An dem kommen wir eh nicht vorbei. Na ja, gut, jetzt haben wir eh alle gepult. Da war's wieder, Face Aggro. So. Das einzige Gute ist immer, wenn man halt so eine chronische Erkrankung hat, also wie in dem Fall dann eben Asthma. Kann man tatsächlich immer mal
einen Kuraufenthalt über die Krankenkasse bekommen, ne? Ich glaube, alle 2 Jahre oder so steht einem sowas zu. Das ist dann immer gar nicht so schlecht. Hat man quasi immer nochmal einen extra Urlaub. Ah, okay. Dann ist das natürlich was anderes. Wie gesagt, aktuell sollte man die Gegend halt so ein bisschen meiden, ne? Weil, wie gesagt, das Gesundheitssystem ist da nicht das Beste. Dementsprechend muss man da immer so ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe keine Angst. Ah, na gut, dann ist es was anderes. Meeresluft ist ja tatsächlich dementsprechend was Besseres. Aber wenn du jetzt, wie gesagt, in Wüstenregionen irgendwo wohnen würdest oder im Landesinneren, da ist das nochmal ein bisschen schwieriger, ne? Weil, wie gesagt, die trockene Luft dann innen. Und die knallen wir mal dezent ab. So, mir scheint, hat sich schon gar anders gekrallt. Oder? Mir scheint, die haben einen Druiden übersehen gehabt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir müssen nach oben. Ne? Beziehungsweise hier unten muss halt auch irgendwas sein. Ist auch nochmal eine Quest. Ah ja, genau. Was ist das für eine Quest? Finde Vol'Argen. Ah, okay, das war die Quest. Gut. Wenn wir mal dezent reinbomben, ne? Schön tot von oben machen. Ja. Glaube ich das? Der traut sich ja was. Na, der traut sich ja was, der Bursche hier. Muss man direkt mal mit Raketen zu pflastern hier. Aus die Maus. Oh, die Quest haben wir schon mal erledigt. Das hätten wir schon mal. Glaube ich ja wohl, die schießt ja mit dem Scharfschützengewehr genau ins Gesicht hier. Unverschämter Kerl. So, dann müssen wir mal gucken. Wir müssen einmal nach oben und einmal da unten noch was erledigen. Ne? Eine Quest können wir abgeben. Müssen wir tatsächlich mal gucken. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Quest oben. Bietet sich, glaube ich, an. Ja. Ich bin tatsächlich auch gerade dabei, meine Attentäterin nochmal bis Onslaught durchzuspielen. Nach und nach jetzt alle Klassen mal so ein bisschen durchspielen, bis zum aktuellen Content. Yeah. Haben wir nochmal Glück gehabt, ne? Der hinter uns ist reingerannt in die Mobgruppe. Haben wir Glück gehabt, dass die gerade erst gespawnt war, da waren die noch nicht aggro. Haben wir gerade nochmal Glück gehabt. So, und wollen wir mal. Gucken wir mal. Chris, könnt ihr mich hören? Ich fahre jetzt die Barrikaden der Balmoranischen Waffenfabrik herunter. Ich höre euch sehr gut. Wir scannen jetzt das Innere. Moment! Jemand muss diese Störung unterbinden. Entschuldigt die Unterbrechung. Ich bin Großmarschall Cicchetta, ehemals von der Republikanischen Armee. Das ist der Kerl mit seiner ekelhaften Propaganda hier immer, ne? Großmarschall Cicchetta, ich arbeite für die neue Gouverneurin von Balmora. Die Sith haben ihre Position verkündet, als sie euren Angriff gestartet habt. Ja. Mir war der alte Gouverneur lieber. Der hat wenigstens beim Sprechen nicht gespuckt. Ich bin nicht so dumm, wie ihr annehmt. Als mir klar wurde, dass ihr unsere Verteidigung ausschalten wollt, habe ich ein paar Freunde geschickt. Hier geht die Ritter Ralon Nys. Zum Sterben geschickt, scheint mir. Hier der Tempest-Trupp. Frische Freiwillige, die eine Auszeit genommen haben, um sich dem balmoranischen Widerstand anzuschließen. Nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Er hat sie zum Sterben geschickt.
Ich habe tatsächlich die, glaube auch den vierten oder den fünften Inquisitor habe ich mittlerweile schon. Davon allerdings nur einen Attentäter. Der Rest sind tatsächlich alles Hexer oder Hexen. Erwartet ihr, dass ich euch abnehme, dass diese Leute ohne Befehl der Republik handeln? Sie verletzen den Friedensvertrag, indem sie den Widerstand unterstützen. Mhm. Rallon, seid ihr auf Befehl der Republik hier? Nein, Sir. Da habt ihr es. Wow, das soll ich jetzt glauben. Los, los! Nicht wirklich überzeugend, ne? So, machen wir mal wieder. Kurzen Prozess mit dem Burschen hier. Ich habe keine Angst. Ja. So viel zum Thema Jedi, ne? Hat er schön zum Sterben hergeschickt, seine Freunde. Könnt ihr mich hören? Der Kanal ist noch offen. Hat Chiquetta einen Jedi geschickt? Wir werden das so genießen, wenn wir unsere Belohnung abholen. Na, seht ihr mir gerne dabei zu, wie ich jemanden umbringe? Ich gebe zu, es war nett anzusehen. Nur der Zeitpunkt könnte besser sein. Meine Leute führen einen vollständigen Scan der Fabrik durch. Jetzt, wo die Verteidigung deaktiviert ist. Ich halte euch auf dem Laufenden. Mein Sith Lord, wir empfangen ungewöhnliche Signale aus dem Innern der Anlage. Es scheint eine Hyperraumboje zu sein. Das kann doch nicht möglich sein. Sie müssen Jahrzehnte dafür gebraucht haben. Unterschätzt ihre Techniker oder Ressourcen nicht. Was kann sie? Theoretisch können Raumschiffe der Boje folgen und innerhalb des Systems fast direkt über der Oberfläche aus dem Hyperraum kommen. Die Republik fliegt Verstärkung direkt zur Balmoranischen Waffenfabrik und umgeht unsere Verteidigung. Ist so ein bisschen witzig, wenn man überlegt, wie viele Jahrhunderte das vor den Filmen und Serien spielt. Und hier hatten die schon die Technologie, um Truppen mit einem Großkampfschiff genau in die Atmosphäre zu bringen. Ne? Hat man in den Filmen und Serien nie wieder was von gehört. Also ein ganz klarer technischer Rückschritt irgendwo. Die ganze Zeit, als die Republik und ihre Techniker eingeschlossen waren, haben sie den Boden für die Invasion bereitet. Empfange Signale. Da draußen sind Dutzende von Schiffen. Nach der Silhouette zu urteilen, republikanische Sondereinheiten. Triumph-Klasse. Genau wie im Krieg. Mehrere Angriffsteams, strategische Ziele, ein Jedi pro Trupp. So haben sie ganze Planeten eingenommen. Sie wissen, dass wir sie orten. Sie beeilen sich jetzt mit den Landevorbereitungen. So, dann müssen wir natürlich so schnell wie möglich handeln, ne? Wenn sie unterwegs zur Fabrik sind, können wir sie vom Boden aus aufhalten. Einverstanden. Schaltet die Landeplattformen und Lenksysteme aus. Ich schicke Angriffsstaffeln, die diese Schiffe vom Himmel holen werden. Wenn ihr mich jetzt enttäuscht, gehen wir mit Balmorra unter. Wir ganz sicher nicht, ne? Wir sind Freiberufler. Wir machen uns vorher aus dem Staub, wenn hier irgendwas schief geht. So, dann wollen wir mal. So, dann müssen wir mal gucken. Wir müssen rein theoretisch, wir müssen sowieso hier runter, ne? Beziehungsweise, verdammter Fahrstuhl. Da war's wieder, ne? Triggert mich halt wieder hart. Immer diese typischen zwei Möglichkeiten, ne? Entweder killt dich ein Fahrstuhl oder aber er fährt vor deiner Nase weg. Kann man von Glück reden, dass man quasi nicht zerdrückt werden kann von den Fahrstühlen. Das wäre dann Nummer 3, beziehungsweise wäre dann auch wieder Todesfaktor Fahrstuhl. So, das Gute ist, wir sind nicht die Ersten, ne? Wir können schön gemütlich hier durchspazieren. Nachteil an der Sache ist natürlich, wir werden uns wahrscheinlich wieder um die Hyperraumbojen hier prügeln müssen. Das wird wieder so ein bisschen das Problem werden. Das wird wieder so ein bisschen das Problem werden gerade. So, da unten ist noch eine.
Lass mal dezent mal erstmal alles einsammeln, was wir so brauchen. Machen wir erstmal die Nebenaufgaben. So, denn die sind tatsächlich immer so ein bisschen am nervigsten, muss man gestehen. So, hier unten haben wir noch eine, sehr schön. Hier müsste doch auch noch eine dran sein, richtig? Richtig. Schön. Können wir mal triggern, können wir durch die Boje durchmachen. So, die Leitsysteme sollen wir zerstören. Dazu müssen wir die Schiffe, glaube ich, abknallen hier oben. Angedockten Jäger im Westen zerstören. Ah ja, genau. Oh. Schrott nehmen wir natürlich mit. So, ich würde mal sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge. Die Jäger zerstören, denn wir sind bei 20 Minuten. Wie gesagt, ist schon großes Finale. Ne? Wir müssen im Prinzip bloß noch die letzten republikanischen Streitkräfte hier auf Balmora zerschlagen. Und dann sind wir auch schon fertig auf dem Planeten. Nächste Folge werden wir dann dementsprechend also schon uns auf den Weg auf einen neuen Planeten machen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Gerne gesehen ist auch ein Abo, ne? Unterstützt mich ein bisschen bei meiner Arbeit auf dem Kanal. Und ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Dahin, ciao, ciao und möge die Macht mit euch sein.